keine 5 Sekunden später. Ja, wir haben jetzt echt irgendwie 6 Sekunden noch geguckt und dann hat Fabian noch eine Tür gefunden, an der er schon 3-mal vorbeigelaufen ist. Und da war tatsächlich dann jetzt der 4. Zimmermann. Allerdings sehen wir ihn jetzt noch nicht. Nee, weil hier irgendwo... Irgendwo war da noch jemand, meinst du? Genau. Also ich lehne mich jetzt auch zu Dennis rüber, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber es sind Videospiele, da bewegt man ja auch den Controller mit, selbst wenn es keine Bewegungssteuerung gibt. Das stimmt. Insofern verstehst du dich ja auch aus anderen Gründen zu mir rüber. Oh ja, Dennis. Oh. Okay, und jetzt muss ich kurz abwarten, weil das ist mein letzter Fall. Das hat was von das 5. Element. Das muss jetzt alles passen. Nicht atmen! Nicht atmen! Wie hoch ist die Chance, dass ich den Schuss verkacke? Ziemlich hoch, oder? 75%. Ich bin nervös. Ja! Schön! Und es sprach alles gegen dich und du hast es trotzdem geschafft. Beeindruckt. Ist er hier jetzt noch? Oder? Oh, wenn da jetzt noch einer ist, dann... Nee, komm. Das ist scheiße. Und nu? Neue Pfeile besorgen. Nee. Das ist alles noch gut. Doch, ist alles gut. So, da kommst du her. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Der Knecht. Sie müsste hier um die Ecke sein. Ja, lass dich von mir gar nicht beirren. Kannst du die auch anders? Ich hoffe es. Nein, kann ich nicht. Das ging nicht. Warum hebst du die Hände? Heb das Schwert und spalt ihr den Schädel. Mann, aber jetzt wissen wir wenigstens, wo es ist. Ja. Dann Pfeile und Polka und so. Beachte mich gar nicht. Ich bin gar nicht hier. Nee, das klappt auch definitiv mit Du meinst, wenn du dich so dumm anstellst, dann klappt das. Okay. Wie bei den meisten Sachen. Ja. Wenn ich mich nicht einfach wie der letzte Vollhorst benehme. Ich bin gespannt. Guck mal, es ist nämlich gar nicht mal so versteckt gewesen. Nee. 3 Eingänge. Ja, man muss nur wissen, wie man alle übersieht. Richtig. So, die ist jetzt natürlich wieder da hinten, ne? Genau. Aber die dreht auch gleich um. Also nicht, dass es hinter uns ist, okay. Ah, ja. Clipping, hilf uns. Nicht so. Das ist, der Winkel war ein bisschen zu ungünstig. Okay, der ist auch nicht gerade besser. So. Hast du Parkinson oder was? Ja, so ein bisschen. Der Mann. Arme Link, ey, der. Scheiße! Oh, Leute, es tut mir leid, dass es gerade so dumm aussieht. Willkommen bei Ocarina of Time bei den Spielkindern. Es lief so gut. Letzte Folge, das ist lange her. Oh Mann. Und auch nur bis zur 2/3 Folge. Ach Link, echt, mach's mir doch nicht schwerer als es ist. Ich glaube, dazu gehören immer 2. Du machst es dir auch gerade schwer. Es wäre natürlich gut, wenn ich jetzt einfach die Krüge kaputt mache und da sind zufällig Pfeile drin. Das ist unwahrscheinlich, oder? Ziemlich. Also es ist genug Geld da, dass wir... Oh! Danke, Spiel. Ja, dann... Hätte man natürlich schon einen Versuch vorher drauf kommen können. Aber weißt du... Ja, die 4 Minuten eures Lebens, die kriegt er nie zurück. Nee. Und ihr seid froh drüber, ne? Ja, das ist das Schöne, worauf da freue ich mich jedes Mal bei Let's Plays. Dass wir euch echt Lebenszeit stehlen, die ihr niemals zurückkriegt. Ja, aber gerade so. Ja. Schön. Spannend, weißt du? Entspannend. Für mich zumindest. Für sie auch. Okay, aber bitte sag nicht, dass das jetzt die Küche ist, sonst kriege ich aber einen ganz heftigen... Oh, scheiße. Ist das die Küche? Ist die fucking Küche, oder? Oder? Das ist ein bisschen wie bei so Stealth-Games, wo die Leute nicht merken, dass neben ihnen gerade die andere Wache umgekippt ist. Und du bleibst auch noch liegen, okay. Ach, wie lange schlafen die denn? Also eher so eine Minute oder eher länger? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie gesehen, wie sie wieder aufwachen.
Okay, dann schlafen sie wahrscheinlich, bis du gefangen bist. Fuck! Fabian, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist die Küche. Ich wollte nur diese Pfeile holen. Natürlich, das war der Hauptgrund. So viel dazu, dass wir es endlich gefunden haben. Shit, Pickel! Aber ich weiß, Moment, wir haben doch jetzt fast alle Eingänge durch, oder? Also, natürlich muss es noch mindestens zwei geben. Ja. Okay. Da um die Ecke? Da warst du schon drin, oder? Ich glaube schon. Da sind wir wieder rein. Aber ich probiere es trotzdem einfach mal nicht, dass es jetzt heißt so, oh! Der war es dann doch am Ende. Der war es dann doch. Und das wäre sehr ungünstig, wenn der es doch war. Bitte, 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 bitte. Ja, sieht ungut aus. Aber du hast jetzt auch noch keinen weiteren Eingang gesehen. Nee, ich gucke auch schon die ganze Zeit, aber irgendwie nicht. Oh Mann, ey, ich hasse jetzt schon die Kommentare, die drunter stehen werden. Ich probiere doch professionell zu sein. Aber es ist ein Videospiel, da kann man nur professionell sein, wenn man in einem E-Sport-Team ist. Und das sind wir nicht. Professionell. Waren wir in der Tür? In der waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Sind wir da nicht am Anfang irgendwie rausgekommen? Ist ja schon wieder eine Folge her. Und es ist... Na, sag ich doch, dass wir da schon waren. Zierlich, ey. Aber so viel Ebenen gibt es jetzt aber nun wirklich nicht. So, und hier links war halt auch wirklich nichts, ne? Weil rechts warst du ja schon. Ja. Links ist gar nichts. Nee. Oh. Links ist... Ja, brauchst du da jetzt nicht nochmal langlaufen. Ja, ich wollte jetzt da oben den Eingang wieder nehmen. Hier. Achso. Da geht's ja raus. Und eine Ebene höher. Dass wir ein bisschen weiter absuchen. Und irgendwie um die Ecke einfach von dem Gebäude, so nicht da vorne raus? Nee, so versteckt war das nicht. Okay. Ja, in meiner grenzenlosen Naivität versuche ich ja alles. Ja. Und es sind auch immer gute Ideen. Ja. Okay, da waren wir definitiv schon. Da waren mehrmals. Wir schon. Da oben waren wir auf jeden Fall auch schon. So. Ich erinnere mich hier auch an beide Türen auf jeden Fall. Ja. Jetzt, die war, glaube ich, um einen Stock höher zu kommen. Ja. Kommt mir auch so vor. Oder runter? Ja, hier runter und dann da wieder hoch. Gut, dass wir in der Pause danach gesucht haben, ne? Ja. Und ich habe mich gefreut. Yeah, Wandmarkierung, das kommt mir doch bekannt vor, da waren wir noch nicht. Ja, ist die Küche. Schade. Hätte ja klappen können. Hey, du findest das jetzt noch gefälligst. Sonst müssen wir diese Woche beenden mit, es hat nicht funktioniert. Nee, will ich nicht. Das geht nicht. Das können wir den Leuten nicht. Das ist die Küche? Ja, wir haben es kapiert. Wir haben die jetzt schon sehr oft gesehen. Einmal zu oft. Mindestens, eher zweimal. Oder okay. Bei dem Eingang hier unten waren wir aber auch schon, oder? Ich glaube, vom Gefühl her schon dreimal. Okay. Möglicherweise auch noch nie. Aber gefühlt waren wir schon überall. Okay. Mehrfach. Dann probieren wir es einfach mal mit gefühlt noch nie. Ja! Sehr gut. Okay, Fabian freut sich über irgendwas. Weil Wandbehänge und so, da oben die Masken. Okay. Ja, das hat man noch nicht. Juhu! Oh, something new. Grundgütiger Gott. Mm. Grundgütiger Marty, wir müssen zurück. Wohin zurück? Zurück in die Zukunft. Ah, okay. Mhm. Gut. Jetzt suchen wir aber natürlich weniger Zeitreisen, sondern einen vierten Zimmermann, der uns Oh, sehr gut. Da ist er. Die Potzer. Hey, Kleiner, dich meine ich. Schau hierher in die Zelle, ja. Nö. Tja, gut, wir gehen wieder. Was war das für ein Pups? Denied. Hey, Alter, was geht ab? Wer fehlt jetzt noch? Ringo, ne? Ja. Jetzt sagt er noch, sie sind irgendwo eingesperrt, ne? Ja, und nachher weiß er, oh, ich bin der Letzte, oh cool, dann sind wir alle frei. Hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächerin. Pass auf. Especially that one behind you. What? Behind me? Ja, verrückt. Oh, der hat nochmal die eine Nuss gut zur Anwendung gebracht. Das letzte Nüsschen. Oh, Vorsicht. Du Depp! Oh, ich kenn dich! Du Monster!
Wie kannst du uns das antun? Ey, drei schaffst du ohne das noch zu verkacken. Alter. Ich hoffe, du findest jetzt die Tür wieder. Ja, ich weiß, wo sie ist. Aber meine Fresse. Das ist so, Alter, das ist so unfassbar peinlich. Das ist so unfassbar dumm. Und peinlich. Über Peinlichkeit bin ich schon lange hinaus. Es ist einfach nur... Ich freue mich aber schon wieder, nach der Folge hier wird einfach wieder, ich weiß schon ganz genau, unsere beiden Stammzuschauer, einer, ich nenne keine Namen, wird schreiben, was für ein Vollpfosten, der andere wird schreiben, nein, er ist doch ein ganz Süßer, er kann das doch alles. Ist doch echt? Klasse. Wer schreibt das? Na, Mew schreibt doch danach bei jeder dritten oder vierten Aktion, wo du Kacke gebaut hast. Echt? Ja, ist doch gar nicht so schlimm, war doch ganz lustig. Habe ich noch nicht gesehen. Du liest immer nur einmal, dann steht drunter, was für ein Idiot du bist. Und dann liest du nicht mehr weiter die Kommentare, ja, genau, weil du keine Lust mehr hast. Ja, dann weine ich mich erstmal mit meinem Schnuffeltuch. Nee, so alle ein, zwei Wochen guckt sie ja mal wieder zwei, drei Videos so hintereinander und dann schreibt sie immer drunter, ach nee, der Fabian, seid doch nicht so gemein zu dem, der kann das doch. Oh, danke, Mio, das ist so nett von dir, auch wenn du leider nicht recht hast. Ich bin einfach dumm. Ja, das denke ich dann auch immer, aber ich gebe ihr trotzdem immer einen Daumen hoch für den Kommentar, damit sie sich bestärkt fühlt, dich wenigstens ein bisschen zu loben, damit es einer tut. Ja, weißt du? Ich denke immer, das Gleichgewicht im Universum hat was davon, dass wenigstens einer dich auch mal lobt. Kann ja nicht immer nur alle auf die rumhacken. Ich habe schon manchmal überlegt, ob ich dann einfach selbst nochmal einen Kommentar drunter schreibe. Oh, Fabian, was für eine Scheißaktion. Obwohl ich hier daneben sitze. Dennis, ich würde es dir nicht verdenken. Ich glaube, ich schreibe selbst einen Kommentar drunter. Ja, das ist völlig in Ordnung. So, wir suchen wieder oder laufen wieder hin zu der Tür. Der Türe. Ah! Warum? Ich habe auch noch gesehen, wie sie diese Scheiß... Ja, ich auch. Drei davor, ja, alle. Drei davor. Ja? Nichts passiert. Ich weiß auch nicht, was dich da geritten hat. Also. Dummheit. Einfach nur Dummheit hat mich geritten. Denn Unfähigkeit. So, Pfeil. Pfeil. Gut, dass du jetzt immer noch 10 Pfeile hast und nicht wieder nur einen oder so, weil läuft das wieder exakt genauso. Keine Angst, Pfeil in die Schläfe ist nur betäubend. Das ist ein Betäubungspfeil. So ähnlich wie bei Thief, die Wasserpfeile und so. Oder die Moospfeile. Ja. Das hat so Aufsätze. Ach, guck mal, jetzt geht's direkt los. Das ist schön. Und weh, du verkackst die Wirbelattacke nochmal. Aber kein Druck. Nö, kein Druck. Weg. Scheiß Kamera. Einfach die ganze Zeit auf sie drauf tun. Und Pfeil, da kann sie gar nichts machen. Da kann sie dir nichts. Da wollte sie gerade wirbeln. Hey. Kann sie vergessen. Pfeil ins Gesicht. Ist betäubend. Ja. Und gut für die Schönheit. Ja, gut für die Haut. Ach man, jetzt hat sie irgendwie dich durchschaut, deine feige Taktik. Ja, doch. Ich finde, das kann man so sagen. Jetzt sind die Pfeile übrigens auch alle. Ja. Ja, schön. Und ran. Top! Geht doch. Ach. First try. First try. Aber muss ich... With my eyes closed. First try. No scope, one shot. Ja. Ach, muss ich dich übrigens nochmal loben, wie du die 9 Minuten um den Geistertempel schön ausgefüllt hast. Mhm. Mit vor allem es Ringo. Ringo. Du hast es in erhöhter Geschwindigkeit gemacht und es kam mir trotzdem noch so, oh Gott, was mache ich denn? So unfassbar lang vor, ne? Ja. Ich dachte, ich spüre das einfach mal, ich wollte jetzt nicht einfach die Hälfte wegschneiden oder irgendwie. Ja, aber vor allem immer hin und her gerannt. Ja. Und jetzt der gute Tipp, während wir noch ein bisschen auf Destroy, man braucht das Auge der Wahrheit, um den Wüstenkoloss zu finden. Ja, aber das müssten wir ja jetzt wirklich schon längst haben. Also, also sie sagen es einem nochmal, dass man es da auch benutzen muss, aber es ist ja auch oft diese Hinweise, hol das auf jeden Fall noch, bevor du es jetzt versuchst. Wobei, wir hätten auch gar nicht zu Kakariko zurückgehen können, sondern wären nach dem Wassertempel einfach hier hin. Also gar nicht den Schattentempel machen, sozusagen. Genau. Dazwischen. Der ist halt zwar nützlich durch die Gleitstiefel, die wir da haben. Oh, und jetzt steht sie plötzlich wieder da. Ja, da muss man schon sehr geschickt sein, Fabian. Guck mal, nicht nur der eine oder andere Zuschauer. Das ist ja, sie ist die hier Verkörperung von dir, wenn du es jetzt gerade siehst. Du bist eigentlich eine Araberin. Glückwunsch. Ist auch was Exotisches. Unsere Anführerin Naburo, die wir noch nie gesehen haben, wir nur einmal sehen werden, weil sie die Weise des Tempels ist. Ja. Vorsicht. Ja, sie müssen ja, damit die Weise wieder jemand ist, den wir kennen, müssen sie ja wenigstens schon mal irgendwo erwähnt haben. Naburo, kennst du, oder? Kennst du, ne? Ja. Hast du am Start, kennst du. Hier, Mitgliedsausweis. Zum Geistertempel will sie.
jenseits der Wüste, vermutet dort ein wertvolles Relikt vielleicht. Aber sie hat das Auge der Wahrheit nicht. Ja, also findet sie es nicht, die dumme. Du willst einer Schnäpfe von uns werden? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Hier, bist ein Gerudo. Ich dachte, das wäre was Genetisches. Ja. So, Gerudo halt von wegen. Oh, du bist ein Gerudo, das tut mir leid. Ja. Yeah, Trainingsarena. Wir müssen nicht mehr trainieren, wir haben euch allen den Arsch versohlt. Ja. Aber die Trainingsarena ist wirklich gut, weil es da was Schönes gibt. Oh, was gibt's? Nämlich Eispfeile. Eispfeile sind gut. Eispfeile sind sehr gut. Aber bevor ich es jetzt noch fünfmal vergesse. Machen wir noch die Vogelscheuch. Ja. Also nochmal zurück zum See. Das muss Fabian dann aber mal richtig machen. Ja. Sehr schön. Genau. Es klang richtig. Es klang richtig. Sieht auch richtig aus. Serenade des Wassers gespielt. Ist auch richtig. Zum Hylia-See wollen wir. Unbedingt. Dann haben wir hoffentlich auch eine funktionierende Vogelscheuchenpolka. Und die können wir ab da immer verwenden? Die können wir ab da immer verwenden. Ja, sehr schön. Und ja, wie gesagt, es bringt uns dann halt nur irgendwelche Geheimnisse oder Vorteile. Mhm. Also irgendwie mal so ein Herzteil hier, genau, oder so. Oder irgendwie mal ein paar, eine Kiste, wo wir sonst nicht rankommen. Ja, oder ein Skulltula. Ja. Also es ist jetzt nicht spielentscheidend, dass man es hat. Dafür ist es auch ein bisschen zu... Ich sag nicht aufwendig, aber so ein bisschen verquer, das zu bekommen. Richtig, so. Es ist wirklich versteckt. Also wenn du nicht die ganze Zeit alles erkundest oder... Voll checkst, auch jedem genau zuhörst, genau, was er sagt und das gut interpretierst und ja, so. Du hast ja es auch durchgespielt und von der Vogelscheuchenpolka vorher nichts gewusst. Ich habe nichts davon gewusst. Ja. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe mit der Vogelscheuche, glaube ich, damals als Kind mal geredet. Mhm. Aber auch nur irgendwie einmal und dann bin ich wieder weggegangen, weil... Ja. Who cares about Vogelscheuche? Was... Ich habe eben einen Elefantenhirn. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe ein Hirn wie ein Sieb. Das kann ich unterschreiben. Aber das geht mir ähnlich. So, dann hoffen wir mal, dass das stimmt. Yay! Oh yeah! Das ist es! Das geht voll ab, Alter. Mir haut's den Vogel raus. Das ist noch eine Vogelscheuche. Ich habe das nie vergessen. Ich habe ja kein Stroh im Hirn. Ich glaube, du hast dir eine Belohnung verdient. Süßer. Ich habe eine prima Idee. Mein Bruder Balsack reist in ganz Hyrule herum. Wenn du ihn rufen willst, dann spiele dieses Lied. Der hat das doch noch nie gehört. Egal. Wenn er in der Nähe ist und es hört, dann wird er dir helfen. Gut. Aber da weiß man ja zum Beispiel immer noch nicht so genau, was das soll. Ja, genau. Also steht da plötzlich eine Vogelscheuche neben dir oder was so. Ja. Also ja, vor allem, du weißt auch nicht, was das bedeuten soll, weil Navi geht einfach nur zu bestimmten Punkten und dann leuchtet zu grün. Es ist nicht gesagt, so, hey, guck mal, hier... Guck, eine Vogelscheuche halb sie raus. Sie sagt ja nicht, hey, listen, Vogelscheuche, könntest du jetzt hier beschwören? Ja. Das sagt sie ja nicht. Leider nicht. Das Flittchen. Die Nein. Nee. Also, das sagen wir nee. So, dann wollen wir Epona rufen. Richtig, wir reiten nämlich zu... Da ist Epona. Wir reiten dann zurück. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Vorsicht! Wann war das jetzt? Das war doch erst vor kurzem, oder? Nee, kommt noch. Kommt noch? Mai war das. Oder? Oktober 2015 kommt er an. Sagen sie zumindest mal alle. Echt? Also es hieß, wir haben war noch das Zeit. 15. Mai? Nee, sie sagen immer, sie haben noch Zeit mit dem Hoverboard bis Oktober. Weil erst dann sieht er das erste Mal. Okay. Und ich glaube, er sieht es ja schon das erste Mal, wenn er das erste Mal in die Zukunft reist. Ja, ja, aber. Also wir können das gleich nochmal recherchieren, aber. Ich glaube nämlich, Oktober war 88 doch. Das war die Vergangenheit. Nee, 85, also sind ja immer 30 Jahre. Ja, genau. 85, 55, 2015. Das sind ja immer 30 Jahre gewesen, vor und zurück. Ja, aber es war dann beim Abschlussball, war es, glaube ich. Grad. Nee, ja, das kann ja aber nicht. Also, Oktober-Abschlussball ergibt keinen Sinn. Abschlussbälle sind im Juli oder Juni, also es kann ja auch nicht sein. Das war damals. Ja, damals war alles noch anders. Ihr könnt uns korrigieren, wenn ihr das genauer wisst. Beziehungsweise werden wir uns in der Pause dann auch mal korrigieren. Ja, unbedingt. Epona, willst du Möchtest kurz du mal hier über den Steg so? Nee, sie so. Ist irgendwie gerade so ein bisschen... Okay, dann rückwärts halt. Piep, piep, piep. Ja, vorwärts geht. Vorwärts geht. Ja, jetzt ist er eingehakt auf der Brücke, jetzt können wir rüber. Sehr gut. Und die Brücke ist wieder da. Schön. Und jetzt können wir nicht mehr rüberspringen. Ist das euer Ernst? Ja. Jetzt hatte ich schon gedacht.
So, wir sollten ja zum Zelt zurück. Quatschen wir hier noch ein bisschen. Mit den Leuten. Jetzt wird der uns hoffentlich erstmal ordentlich verzagen. Ordentlich belohnen. Meine Arbeit ist ziemlich Weicheier, aber wenn sie alle gemeinsam zu lange, ist so ein Job schnell erledigt. Da sieht man ja. Also der hat jetzt bla bla bla, wir sind alle wieder da. Genau, und da sind. Wer ist das? Who's that? Ich bin reisender Rennläufer. Toller Name. Ich habe das ganze Land bereist, um jemanden mit echtem Sportsgeist zu finden. Ob Mensch oder Tier, ich habe alle Herausforderer geschlagen. Du siehst sportlich aus und hast wohl auch den nötigen Biss. Da jetzt die Brücke über den Abgrund repariert wurde, suche ich einen Herausforderer für einen Marathon. 42 Kilometer, oh Gott. Die Bestzeit von hier zur Brücke nach Kokiri war 2 Minuten 38, das ist mein Rekord. Willst du versuchen, diesen Rekord zu brechen? Nein, weil der nicht... Also, wir können den brechen, ja, aber der Typ ist trotzdem die ganze Zeit vor. Also der wird immer vor uns sein. Mhm. Und kann man da was gegen tun, oder? Nö. Noch zu den Dieben gehört, da hat sie nie die schwachen Arena bestohlen. Aha. Jetzt aber sind sie und ihre Diebinnen brutal und rücksichtslos geworden. Schweinerei. Sie behauptet, sie sei edel, aber pff, von wegen. Wolltest du uns nicht irgendwas geben? Na, vielleicht einer von den anderen. Ich hoffe, die Belohnung ist jetzt nicht nur die Brücke. Sie nur hohes Ansehen, die gute Reiter und Bogenschützen sind. Ja, wir sind wir ja. Toll sind wir. Ja, also das war jetzt noch der Tipp. Wir können da noch einen Schusswettbewerb machen. Mhm. Okay. Okay, keine Belohnung. Dankeschön. Die Brücke brauchten wir, weil wir sonst nie... Nicht rübergekommen wären. Gut, Fabian, wir machen eine kleine Pause. Okay. Für 2 Tage müsst ihr ohne Zelda auskommen, aber es geht am Dienstag weiter mit mehr Gerudo-Dorferkundung und Spaß. Ja. Und dann wird Fabian euch zeigen, dass er doch gar nicht so schlecht ist. Doch, bin ich. Ja, okay. Vielleicht auch nicht. Schaltet wieder ein, ihr werdet sehen, ob Qualität oder Nicht-Qualität gegeben ist. Macht's gut. Tschüss.